Hey Leute, das ist die Adidas Predator Instinct Version im Whiteout Lock. Mit dem Whiteout kommen die Schuhe nach dem Blackout jetzt auch im komplett weißen Look. Und Adidas hat bei dem Namen Whiteout wirklich diesmal alle Ehre verdient. Es ist alles weiß, was man irgendwo im weißen Design halten kann. Das Drei-Streifen-Design, die Adidas-Logos selbst, die Logos auf der Lasche sind diesmal komplett im weißen Design gehalten. Das heißt, die Fußballschuhe sind für absolute Puristen gedacht und haben doch die kompletten Predator Instinct Zonen. Das heißt, ihr erhaltet im vorderen Bereich selbstverständlich den First Touch, ihr erhaltet die Dribble Zone, die Drive Zone und den Sweet Spot, alle mit dabei, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Die Schuhe wirken schlicht, verfügen aber somit über alle Funktionen. Es ist auch nicht so, dass eine Zone nur aufgemalt ist, sondern es ist das normale SL-Rubber-Material, 3D-Material, das auch bei den Fußballschuhen ansonsten in Weiß oder in Schwarz zum Einsatz kommt. Selbstverständlich auch in der Whiteout-Version mit dabei ist das Passing-Pad, was euch für einen besseren Pass mit der Innenseite sorgt. Im unteren Bereich setzen die weißen Predator Instinct auf die Control-Frame-Sohle, ebenfalls bekannt aus den anderen Farben schon. Es ist eine transparente Sohle, die mit Weiß halt nochmal ein bisschen aggressiver wirkt. Es ist das Triangle-Design der Nocken mit dabei und es ist selbstverständlich auch die Control-Frame-Konstruktion dabei, mit der ihr den Ball noch besser kontrollieren sollt. So, jetzt interessiert mich natürlich Whiteout, wir hatten schon Blackout. Welcher gefällt euch besser? Der weiße, der schwarze oder vielleicht doch der normale, ganz klassische schwarz-rote? Lasst es mich wissen über Facebook, YouTube und Twitter. Wie immer kopiere ich euch auch oben in die Beschreibung nochmal den Link rein, wo es die weißen Predator-Schuhe dann zu kaufen gibt, für die Leute, die Interesse dran haben.